gehabt. Wir haben Krankheiten über die Menschen gebracht, wir haben ihren kompletten Reichtum, ihre Bodenschätze gestohlen, sind dann hierhin zurückgekommen, haben uns eine wunderschöne Demokratie aufgebaut und die Länder dort drüben zurückgelassen in Armut und seelischen Missstand. Und das ist heute einfach mal so, wenn wir uns die Welt ansehen, was dort drüben abgeht, das ist keine Schuld von den Menschen. Wir sind dort eingefallen und haben die Menschen beklaut und haben die Menschen einfach getötet und ausgeraubt. Und das ist das Problem in unserer Gesellschaft, dass die Menschen sich mit der Geschichte nicht wirklich auseinandersetzen. Und jetzt möchte ich auf das nächste Thema kommen, das sind die Medien. Wisst ihr, es gibt ein schönes Buch von einem Herrn, der nennt sich Udo Ulfkotte, das ist jetzt vor kurzem rausgekommen, das nennt sich Gekaufte Journalisten. Dieses Buch, falls jemand Lust hat und Interesse hat, das zu lesen, wird euch einiges erklären. Denn wir leben in keiner freien Demokratie und keiner freien Meinungsfreiheit. Die Journalisten und die Medien arbeiten Hand in Hand mit Politik und Wirtschaftssystemen, mit Lobbyisten, mit Menschen, die Interessen haben, euch diesen Mist zu verkaufen. Denn wisst ihr was? Die Politiker könnten gar nicht in Kriege ziehen, wenn das Volk nicht einstimmen würde. Die Politiker könnten das nicht tun, wenn euch das nicht verkauft werden würde. Unterm Strich war zum Beispiel der Afghanistan-Einsatz von unseren deutschen Truppen als angebliche Friedenssicherung nur von einem einzigen Prozent der Bevölkerung in Deutschland eigentlich abgestimmt und 1% war dafür. Die Medien haben das so hinbekommen, in Zusammenarbeit mit Politikern und anderen Agenturen, denen es wichtig war, dass wir da unten hingehen, damit wir weiterhin Waffen verkaufen können und damit die Bundeswehr Einsätze bekommt, dass sie das so gedreht haben, dass tatsächlich unsere Soldaten dort unten hingeschickt worden sind. Zudem ist es so, dass die Journalisten heutzutage fast alle gekauft sind. Wenn man sich bedenkt, dass 95% aller Medien in Deutschland dem Axel Springer Verlag angehören, ist es doch eigentlich schon fast naheliegend, dass wenn unsere Journalisten zum Beispiel in Krisengebiete oder in irgendwelche Länder geschickt werden und komplett die Hotels bezahlt bekommen, komplett diese ganzen Aufenthalte, komplett noch Essen dafür bekommen, um positive Berichterstattung abzuliefern, dass sie nicht objektiv sein kann. Das alles dient den wirtschaftlichen Interessen von Konzernen wie zum Beispiel der Zigarettenindustrie, der Lobby der Ölförderer, dem Pharmakonzern, den Bankern vor allen Dingen. Das alles geht Hand in Hand. Es ist ein Kartell, kann man schon sagen. Es sind einige wenige Menschen, die dafür sorgen, dass wir hier denken und so das denken, was die möchten. Das machen die verdammt gut, das machen die schon seit Jahrhunderten, wenn nicht sogar seit Jahrtausenden. Seit Jahrtausenden lassen sie uns in diesem Hamsterrad hier durch die Gegend laufen und denken, dass es stimmt. Es mag auch sein, dass es eine Zeit gab im Journalismus, da die Medien noch unverfälscht waren, dass man sich Nachrichten angucken konnte und sagen konnte, okay, mehr oder weniger stimmt das, aber heutzutage ist das nicht mehr so. Heute gibt es Pulitzerpreise, heute gibt es wichtige Preise von irgendwelchen Stiftungen und diesen Kassen sind an Politik und anderen Konzernen gehaftet und dort werden die Journalisten, die letztendlich von denen auch finanziert werden, geehrt dafür, dass sie positive Berichterstattung geben. Dann komme ich noch zu den Gesetzen. Der Regierungschef von Luxemburg, der ehemalige, der jetzt EU-Kommissionschef ist, er heißt Juncker, sagte einmal Folgendes. Gesetze werden folgendermaßen gemacht. Wir stellen etwas in den Raum, dann warten wir, was passiert. Und wenn die Menschen das nicht begreifen, weil die Menschen sich immer nicht damit auseinandersetzen, dann lassen wir es weiter stehen. Und wenn das stehen bleibt und immer noch nicht passiert, dann machen wir so lange weiter, bis es kein Zurück mehr gibt. Und so funktioniert es. Die Gesetzlage und überhaupt Jura ist nicht für Menschen wie uns gemacht, sondern für die Industrie. Und wir müssen uns einfach bewusst werden. Und umso mehr wir diese Industrie fördern, umso mehr wir den Medien glauben, ProSieben einschalten, uns irgendwelche BZ, Frankfurter Allgemeine, die mittlerweile mit fast die korrupteste und unterwanderste aller Zeitschriften in Deutschland ist, kaufen und dem Vertrauen, was dort ist, auch den Fernsehsender, wo wir denken, aha, das ist objektive Berichterstattung, gerade ARD und CDF, wenn wir das weiter tun und leichtgläubig zu Hause sitzen und Fernsehen gucken, wird sich nichts ändern. Wisst ihr, das Problem ist, danke sehr, das Problem ist einfach, die möchten das einfach nicht. Die möchten keinen Aufstand, die möchten keinen friedlichen Aufstand haben, die möchten am besten gar keinen Aufstand haben. Deswegen deformieren sie Menschen wie Xavier Naidoo, der angeblich jetzt rechts ist, weil er irgendwo neben irgendwelchen Rechten angeblich auf irgendeiner Demonstration gesungen und gesprochen hat und sofort wird er mit Rechtsextremismus in Verbindung gebracht. Ein Mann, der seit über 20 Jahren über Gott, Frieden und Liebe auf dieser Welt singt und sich für alle möglichen Menschen einsetzt, wird jetzt einfach mal dargestellt, als ob er was für sich nicht wäre, damit sie ihn einfach von der Bildfläche haben. Sie haben Angst, die haben verdammte Angst, dass noch mehr Musiker macht, dass noch mehr Menschen sich zusammentun und friedlich demonstrieren. Ob es was bringt, das weiß ich nicht, aber ich bin begeistert, ich bin wirklich begeistert, denn ich komme hier in euer kleines
zu Hause und sehe die Menschen, die sich hier sitzen und über diese Themen reden, und das erfüllt mich auf jeden Fall mit Hoffnung. Denn man muss sich einfach mal vor Augen halten, wenn das in sehr, sehr vielen Städten passiert und wir das noch irgendwie hinkriegen, dass wir zusammen mit allen Menschen vielleicht einmal im Jahr oder zweimal im Jahr ein großes Treffen wie die große Mahnwache vor ein paar Monaten in Berlin abhalten, fast 10.000 Menschen zusammenkommen und friedlich Frieden demonstrieren, dann wären es vielleicht beim zweiten Mal 20.000, 30.000, 50.000 und so weiter. Dass wir irgendwann eine halbe Million vor dem Reichstag stehen und sagen, so nicht mit uns, Freunde. Und das wäre mein großes Ziel, das wäre mein großer Wunsch, dass wir uns alle vernetzen aus allen Ländern und dass wir denen mal da oben zeigen, dass wir uns nicht von denen unterdrücken lassen. Das wollte ich sagen. Dankeschön. Schweine bezeichnet, die nicht bereit waren, für Hitler und die Freiheit ihres Volkes zu kämpfen. Nee. Aber die haben sich nicht gerührt. Die haben sind zurückgetreten und denen so nicht passiert. So war es nicht. Aber ich bin dann mit 16 Jahren bin ich zum Arbeitsdienst gekommen, weil wir nur militärisch ausgebildet wurden. Arbeitsdienst, das war eine Organisation, auch unter Hitler, wo wir die früher Arbeit geleistet haben. Wir haben das mal gedacht. Ja, das haben wir so. Oder schöner Arbeitsdienst, 25 Pfennig ist der Reichsverdienst, ein jeder muss zum Arbeitsdienst und dann zum Militär. Die haben auch andere Kampfhörer singen müssen. Da zittern die Moschen Knochen der Welt vor dem großen Krieg. Wir haben die Ketten gebrochen, für uns war es ein Brot verdient. Wir werden weiter marschieren, bis alles in Scherben fällt. Denn heute, da hört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Es ist alles in Scherben gefallen. Und das hat auch die ganze Welt gehört. Nicht? Ja. So, dann war ich mit 16 Jahren Soldat und am 8. Mai war Waffenstillstand in Deutschland und am 7. Mai sollten wir, hatten wir in der Kaserne bei uns ein Freikorps gegründet, wo nur 16-Jährige drin waren. Und wir sollten dann am 7. Mai noch Tobias Schöner verteidigen. Das war ein Studenten. Das haben wir aber nicht mehr gemacht. Dann sind wir in den Stift gegangen. Ne? Ja, und dann sind wir zum Amerikaner gekommen. Im Kreisamt und so weiter. Da rückten dann die Amerikaner nicht mehr vor. Und die Russen waren auch nicht da. Ne? Und wir wollten doch alle zu den Amerikanern, nicht bei den Russen kommen. Ja, und dann hat uns die Amerikaner haben uns in ein großes Lager geleitet, wo Zivilisten und Militär waren. Und nach einer Woche kamen die Russen und haben das Militär von den Zivilisten getrennt. Und dann mussten wir alle in die russische Zone zurück. Ja. Und dann bin ich wieder in Schlesien. Und heute ist Schlesien polnisch. Das heißt, ich komme aus dem Kreis Görlitz und der Kreis Görlitz östlich gehört zu Polen und der Görlitz ist geteilt, zu einem Drittel gehört es zu Deutschland und ein Drittel ist es, oder 25%, ganz nicht genau. Ja, und wissen Sie, wenn ich mein Leben zurückdenke, so bin ich dankbar dafür, dass wir 70 Jahre Frieden haben. Das hat es in der deutschen Geschichte überhaupt noch nicht gegeben. Ein Jahrhundert ohne Kriege.
Und von daher dürfen wir auf unsere Gesellschaft nicht schimpfen, sondern wir müssen dankbar sein, dass sie uns den Frieden, auf den wir zumindest hier in Europa halten haben. Und da spielt unsere Gesellschaft eine ganz große Rolle mit. Gucken Sie doch mal nach in die Ukraine. Gucken Sie, was die Russen wieder machen. Wenn wir hier Scharfmacher hätten, dann hätten wir schon unsere Truppen in die Ukraine geschickt. Oder in andere Staaten. Und von daher war, ich bin kein guter Rhetoriker, das habe ich schon gemerkt. Aber ich kann eben nur aus meinem Leben berichten. Ja. Und da, deswegen möchte ich vor den Rechten warnen und ich möchte auch vor den Linken warnen. Und wissen Sie, Sie kennen eine Gesellschaft, können Sie nicht verändern. Verändern kann sich der Mensch nur selber. Nicht mal das Christentum war in der Lage, die Menschheit zu verändern, denn der Erste Weltkrieg, der fand zwischen christlichen Völkern statt. Wenn auch in Russland die Orthodoxen waren und in Deutschland waren es in Deutschland Christen, in England Christen, in Frankreich Christen, ja, die da aufeinander geschossen haben. Ich lese zurzeit, habe ich ein Buch gelesen, das hieß Der kleine Frieden im großen Krieg. Und das handelt davon, wie vor 100 Jahren zu Weihnachten die Deutschen sich mit den Franzosen, die 100 Meter auseinandergelegen haben und auf jede Bewegung geschossen haben. Plötzlich fingen die an, Weihnachten sich zu verbrüdern, fingen an, christliche Lieder zu singen. Und dann sind die rausgekrochen aus ihren Gräben und haben sich gegenseitig Geschenke geschenkt. Nee? Und das, der Erste Weltkrieg ist ein ganz furchtbarer Krieg, wo sich jahrelang die Soldaten in Schützengräben gegenübergelegen haben und auf jede Bewegung, die bei dem anderen nicht, und wo die Ratten die Toten gefressen haben und sie konnten nichts dagegen machen, denn die kamen nicht aus ihren Schützengräben raus. Damit mussten sie rechnen, um ihre Kameraden zu beerdigen, das war nicht möglich. Die brauchen nur mal hier in Salzwedt an der Kirche gehen, da sehen sie, wie viele Soldaten im Ersten Weltkrieg gefallen sind. Aber ich glaube, würden die eine Tafel vom Zweiten Weltkrieg aufmachen, die würde doppelt so groß sein. Man muss ja bedenken, damals hat Salzwedt hier vielleicht bloß 2000 Einwohner gehabt. Und von daher sollte man nicht auf unsere heutige Gesellschaft so schimpfen. Unsere Gesellschaft ist in der Veränderung. Und noch nie war eine Gesellschaft zu human. Wissen, wir mussten als Hitlerjungs, wir haben nicht guten Morgen gesagt und guten Abend oder was. Wir mussten Heil Hitler sagen und den Arm heben. Und wenn ich meinen Onkel besuchte, der ein großer Nazi-Gegner war, und ich sagte zu ihm, Heil Hitler, dann hielt er mir die Faust unter die Nase und hat gesagt, halt bloß die Schnauze. Aber hätte ich das weiter getragen, ja, dann hätten sie meinen Onkel abgeholt. Ja. Und der andere Onkel, das war ein Färbermeister und hatte Färberei und chemische Reinigung. Und bei dem war ich mal in Ferien gewesen. Und da ging ich immer in die Werkstatt und guckte ihm bei der Arbeit zu. Und dann kamen von der Front die Soldaten zurück. Und da kamen unter anderem auch aus Litauen welche. Und die erzählten, was die Deutschen da mit den Juden machen. Dass sie die Juden erschießen und in Massengräber schmeißen und die Säuglinge in die Luft werfen und mit dem Revolver danach schießen. Da habe ich nur gedacht, oh, was machen Deutsche nicht? Das kann ich mir nicht vorstellen. Die müssen sagen, ich habe einen Zeitzeugenbericht vor vielleicht einem Jahr oder so gesehen. Da erzählte eine Jüdin, die so in meinem Alter war, genau das Gleiche, was ich damals gehört habe. Die hat diese Massaker überlebt. Und wenn sie noch mal über die Geschichte
ganz normale Männer etwas lesen wollen, da gibt es ein Buch für ganz normale Männer, also 35 bis 40-Jährige oder 30 bis 40-Jährige, die Massenerschießungen mit den Juden vorgenommen haben. Dass der Kommandeur des Polizeibataillons vor der Bataillon hatte drei Kompanien, eine Kompanie hatte 120 Leute, nicht? Und da ist der Kommandeur vor die von das Bataillon getreten und hat den Auftrag verkündet, dass sie die Juden auf den Dörfern in Polen zusammentreiben sollten und dann in den Wald treiben sollten, Massengräber aufheben und anschließend erschießen. Und dann sind wir den Befehl hat er mit Tränen in den Augen verkündet. Und dann sind drei Leute vorgetreten, ein Offizier und zwei Unteroffiziere oder was. Einfache Soldaten, weiß ich jetzt nicht. Und haben gesagt, sie möchten von diesem Befehl entbunden werden. Und dem ist auch nichts passiert. Die sind auf andere Transportabteilungen und sowas versetzt. Es hätte doch eigentlich umgekehrt sein müssen. Nicht? Von den 360 Leuten hätten 357 vortreten müssen. Das war es aber nicht. Wir haben. Unser Volk hat das damals alles mitgenommen. Und sie haben die Juden als Ungeziefer bezeichnet, was ausgerottet werden muss. Das war die herkömmliche damalige Meinung. Und dann haben sie das gemacht und da haben später Prozesse in Bremen stattgefunden, wo dieses Bataillon, wo die Leute verurteilt werden sollten. Und eine Tochter war dabei von den Verurteilten. Die wurden auch nicht groß verurteilt, weil sie auf Befehl gehandelt haben. Und die Tochter eines Feldwebels oder was, hatte gesagt, mein Vater hätte sowas nicht gemacht. Und dann sagten die anderen, das war einer der Schlimmsten. Der ist noch zwischen den Menschen im Grab rumgewartet. Und hat ihnen den letzten Gnadenschuss gegeben. Also ich will nur mal sagen, unsere Gesellschaft, die kann man so schnell nicht ändern. Und sie sehen ja, das Christentum hat sie nicht verändert. Wir sind zwar heute eine humane Gesellschaft geworden, das würde ich mal so stehen lassen. Ja? Und die sind auch nicht mehr so verbrecherisch, wie sie unter Hitler waren. Und von daher wünschte ich mir schon ganz allgemein eine gewisse Dankbarkeit. Denn unter welchem System, das hat man ja inzwischen in den arabischen Staaten gesehen, ob das Gaddafi war oder in Ägypten war oder in Syrien ist, nicht? Bei denen werden wir heute noch solche Zustände da herrschen. Und was diese ISIS heute, das sind ja noch größere Verbrecher. Wir kennen, also wenn man sagt, heute Frieden ohne Waffen, das geht so einfach nicht. Wir müssen uns zumindest die Möglichkeit haben, uns gegen solche Verbrecher zu wehren. Und deswegen glaube ich nicht, dass man ohne Bundeswehr auskommen kann. Ist ja schon schön, dass wir die allgemeine Wehrpflicht abgeschafft haben. Das ist aber schon ein großer Fortschritt. Ich höre auf. Event soll spielen. Wenn sie bereit ist, würde ich euch sehr danken. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Sie sind Puls. Wir sind komplett gegen Krieg. Wir sind der Meinung, dass man jeden Politiker, der zum Krieg aufruft, sofort vom Amt enteignen sollte. Und wir sind der Meinung, dass es viel zu viel Ungerechtigkeit gibt im Namen der Demokratie. Und wir sind der Meinung, dass wir als Bevölkerung was dagegen tun sollten. Wir machen das in Form von Musik, in Form von Lyrik, weil wir sehen uns ein klein wenig in der Tradition der Dichter und Denker. Ja, und ich finde die Themen, die hier angesprochen werden, alle sehr gut. Es ist auch mal
bemerkenswert von älteren Menschen, die sowas leibhaftig miterlebt haben, sowas zu hören, denn das bekommt man nicht alle Tage. Und ich denke auch, dass ein gewisser Schutz gegen gewisse Menschen, die nun mal keine friedlichen Absichten auf dieser Welt haben, vielleicht nicht verkehrt ist, aber wir sollten keine Waffen exportieren. Wir sollten nicht andere Länder noch unterstützen dabei, bei dieser Kriegstreiberei. Weißt du, was du tust? Sag, weißt du, was du tust? Und wenn ich wieder ganz alleine durch die Straßen laufe, suche ich etwas Frieden. Momente der Ruhe, weg von Menschen und ihren Lügen. Laufe nachts durch Berlin auf der ewigen Suche, auf der Suche nach mir selbst, wenn ich unter Tränen die Welt verfluche. Es ist was schief gelaufen, außer Kontrolle, die Habgier der vielen Menschen. Verdunkelt blutrot die Sonne, die Tränen der Kinder fallen, die Soldaten zu Boden durch Panzergranaten, Friedensgesandte Truppen der Staaten. Wir haben den Himmel durch niedrige Toleranzen, unsere Ansichten zu eng für unendliche Diskrepanzen. Wir haben Experten, doch tausend Probleme, rauchen, trinken, feiern zu stark, wir lachen wenig und fletschen Zähne. Nur zu schnell auf gehen, zu spät ins Bett. Wir stehen zu müde, auflesen wenig, sehen viel fern. Und ja, wir beten viel zu selten. Wir glauben nicht mehr, unser Besitz vervielfacht Scheine, doch reduziert unseren Wert. Wir lieben zu selten und wir hassen viel zu oft. Wir wissen nicht mehr, wie man lebt. Durch all den Schrott in unserem Kopf, dem Leben Jahre hinzugefügt und nicht den Jahren leben. Kommen wir heute zum Mond, aber nicht mehr zur Tür von jedem. Wir kennen nicht mal die Nachbarn, vollbringen große Dinge. Wir laufen über Wasser, tanzen auf das Hirnklingen. Wir können Atome spalten und nicht den Spalt mit uns. Ich weiß nicht, was der Morgen. Weißt du, was du tust? Wir kennen nicht mal die Nachbarn, vollbringen große Dinge. Wir laufen über Wasser, tanzen auf Rasierklingen. Wir können Atome spalten, doch nicht die Spalte in uns. Ich weiß nicht, was der Morgen bringt. Die Zukunft, sie liegt in uns. Doch die Menschen laufen warm und die Mieten sind zu hoch. Auch die Tiere sind bedroht, sie pumpen Gifte in mein Essen. Unser Friede wird bedroht und die Geschichte längst vergessen. 1789, 1. Mai 33, die Kritik wird beseitigt. Es ist wieder mal das gleiche, Diktatur kommt schleichen. Polizeigewalt steigt, Hundertschaften prügeln auf dich ein, bis sie alle schweigen. Wo ist die Ehre hin und die Liebe zu dem Volk? Frag dich mal, wer die Maschinen hier bedienen soll. Wer wird morgen sorgen, wenn die Reichen wieder feiern? War Milliarden für die Banken, aber wir sollen weiter sparen. Wer soll das glauben? Glaubt ihr, wir sind eure Fußabtreter? 1994, Abschaffung des Buß- und Petags. Kein Gewissen mehr, schon in meiner Zukunft später Zuckerberg. Und er weiß sogar, wie du gewählt hast. Wir kennen nicht mal die Nachbarn, wollt wegen große Dinge. Wir laufen über Wasser, tanzen auf Rasierklingen. Wir können Atome spalten, doch nicht die Spalte. Und ich weiß nicht, was der Morgen bringt. Weißt du, was du? Wir kennen nicht mal die Nachbarn, wollt wegen große Dinge. Wir laufen über Wasser, tanzen auf Rasierklingen. Ich hab angefangen zu hinterfragen. Politiker streiten sich, der Wahlkampf ist wie Kindergarten. Und das macht mir Angst, denn wir kennen das aus den Schattenzeiten. Arbeitslosigkeit steigt, Männer, die zu Waffen greifen. Frag die Alten, wie es war und was sie heute denken. Ich will keine Rebellion, ich will nur ein Leuchten senden. Hier auf der Straße und dort auf den großen Bühnen. Jede Nacht träum ich von dem Ort, wo die Rosen blühen. 1899, Burenkrieg in Afrika, vom Land der Dichter und Denker mit Deutschland zum Waffenstaat. Du musst dich entscheiden, Goethe oder Schiller, viele Künstler sterben ab, trotzdem Größe. Ihre Bilder 1867, das Kapital zieht uns in seinen Bann. Dann kam Fukushima, doch sie fahren weiter den gleichen Plan. Bis der letzte Baum gefällt ist. Dieser Botschaft steht in keinem Verhältnis. Wir kennen nicht mal die Nachbarn, vollbringen große Dinge. Wir laufen über Wasser, tanzen auf Rasierklingen. Wir können Atome spalten, doch nicht den Spalt in uns. Ich weiß nicht, was der Morgen bringt. Weißt du, was du? Wir kennen nicht mal die Nachbarn, vollbringen große Dinge. Wir laufen über Wasser, tanzen auf Rasierklingen. Wir können Atome spalten. Doch nicht gespannt im Kopf, ich weiß nicht, was der Morgen bringt. Die Zukunft, sie liegt in uns. Deswegen gehen auch wir auf die Straße, solange sie noch Waffen exportieren und Kriege schüren. Für den Frieden. Wir kennen nicht mal die Nachbarn, und reden große Dinge. Wir laufen über Wasser, tanzen auf Rasierklingen. Wir können Atome spalten, doch nicht gespalten im Kopf, ich weiß nicht, was der Morgen bringt. Die Zukunft, sie liegt in uns. Also frag dich mal, warum es jetzt noch Kriege gibt hier auf der Welt, denn sie liegt in uns, sie liegt in uns. Mach mal Applaus für Dr. Thurm da hinten, der den Ton so schön eingestellt hat. Wir sprechen am liebsten in Liedern. So. Gedacht, lass mal rausgehen auf die Straße.
Botschaften verkünden, Inspirationsmusik machen, dafür 100% geben und einfach unseren eigenen Weg selbstbestimmt in Frieden gehen. Schwerer als man denkt, aber... Ich surfe durch den Augenblick, als wäre es der letzte. Starte in den Tag und ich gebe nur mein Bestes. Bring das hier zu Ende, ganz oder gar nicht. Befreie mich von das und ich tanze auf dem Plastik. Was soll mich denn noch schocken? Ich hab alles schon gesehen. Denn so viele von den Kämpfern, sie fallen auf meinen Weg. So langsam werde ich älter und ich sehe es gestochen scharf. Ja, verdammt, dieses Leben ist nicht knochenhart. Trage dieses treue Herz, weil ich an meinen Traum glaub. Zünd ein buntes Feuerwerk für Dinge, die mich aufbauen. Da ist leider gar nichts, nichts, was mich bricht. Und wird es auch mal dunkel, kommt ein Licht aus. Ich muss es wie ein Mann sehen, die Dinge in die Hand nehmen. Mich selber motivieren und mir zeigen, wo es dann geht. Ich lerne aus den Fehlern und was noch so passiert. Mein Kopf ist frisiert, ich bin top motiviert. Wir gehen, gehen, reißen ein paar Bäume aus. Malen diese Träume auf, strahlen wahre Freude aus. Sehen, sehen, was man heute erschafft. Spiegelt sich wieder in leuchtender Nacht. Wir nehmen, nehmen dieses Leben, wie es kommt. Keine Träne ist umsonst, dafür stehen diese Songs, ey, uns. Wunder geschenkt, also macht euch bereit und gebt 100%. Was ist denn der Geburt? Ich fühle wieder ein Herz lang, Berg auf Berg ab. Auch wenn man schwer hat, oh, uns seine Stärke. Wir suchen dann in allem einen tieferen Sinn. Doch wir sind alle nur mal die, die wir sind. Wenn ich wir, wer sonst? Wenn ich jetzt, wann dann? Bin bis hierher gekommen, geh den Rest noch entlang. Das Leben fängt nie leicht an, doch wenn es was erreicht hat, kann es uns begeistern, uns zu bereichern. Schluss mit dem Gejammer, Leute, heute geben wir Sachen an. Wir alle zeigen Zähne und wie schön man dabei lachen kann. Auch wenn sie einen Stein legen, niemals kein Beigeben. Lass dir nichts einreden, denn es ist dein Leben. So werden wir nur stärker, desto weiter wir gehen. Denn das, was du bist, kann dir keiner mehr reden. Wir tun dies und das, weil man niemals genug hat. Oder wie siehst du denn gehen? Gehen, reißen ein paar Bäume aus, malen diese Träume auf, strahlen wahre Freude aus. Sehen, sehen, was man heute erschafft. Spiegelt sich wieder in leuchtender Nacht. Wir nehmen dieses Leben, wie es kommt. Keine Träne ist umsonst, dafür stehen diese Songs, ey, uns. Allen werden Wunder geschenkt, also macht euch bereit und gebt 100%. Wir gehen, gehen, reißen ein paar Bäume aus, malen diese Träume auf, strahlen wahre Freude aus. Sehen, sehen, was man heute erschafft. Spiegelt sich wieder in leuchtender Nacht. Wir nehmen, nehmen dieses Leben, wie es kommt. Keine Träne ist umsonst, dafür stehen diese Songs, ey, uns. Allen werden Wunder geschenkt, also macht euch bereit und gebt 100%. Jede Träne, die gefallen ist, ergibt jetzt den Sinn. Jeder dieser Fehler ist, was wir sind, Mama, weine nicht. Wir sind alle das in the Wind und ich bin endlich an dem Ort, von dem ich träumte als Kind. Um zu gehen in die Charts wie auf die Straße und wir kämpfen nur zusammen durch die 36 Kammern. Unser Leben wie ein Film, es steht nie still. Wir schärfen unser Verstand so wie ein Schwert gehen will. Denn was soll ich meinem Jungen eines Tages denn nur sagen? Tut mir leid, mein Kleiner, ich wollte Königskette tragen. Ich war Mama wie ein Film, sah aus wie ein Kind. Tut mir leid, das sollte scheitern, doch am Ende gewinnt. Nein, ich nehme meinen Platz, ich nehme mir jetzt ein Stift. Und ich schreibe diese Songs an diese Welt gegen wir, pack es an. Mit dem Lächeln auf meinem Lippen und gebe 100% auf meinem Stairway to Heaven. Wir gehen, gehen, reißen einfach Räume aus, malen diese Träume auf, strahlen wahre Freude aus. Sehen, sehen, was man heute erschafft, spiegelt sich wieder in leuchtender Nacht. Wir leben, leben dieses Leben, wie es kommt, keine Träne ist umsonst, dafür stehen diese Songs in uns. Wir werden Wunder geschenkt, also macht euch bereit und gebt 100%. Wir gehen, gehen, gehen. Reißen ein paar Bäume aus, malen diese Träume auf, strahlen wahre Freude aus. Sehen, sehen, was man heute erschafft, spiegelt sich wieder im leuchtenden Nacht. Wir nehmen, nehmen dieses Leben, wie es kommt. Keine Träne ist umsonst, dafür stehen diese Songs, ey, uns. Allen werden Wunder geschenkt, also macht euch bereit und gebt 100%. Wenn uns Musik und andere Menschen glücklich macht. Wir könnten alle möglichen Arten von Lieder schreiben, aber wir möchten Lieder schreiben für die Menschen da draußen und nicht für irgendwelche Plattenfirmen. Das war uns immer wichtig. Deswegen sind wir auch immer finanziell unabhängig geblieben auf unserem Weg. Für uns ist wahrer Reichtum die Menschen, die uns unterstützen, die uns mögen, die uns helfen, auch hier nach Bad Salzdetfurt zu kommen. Wir sind arm, aber reich.
Ich habe keine klare Sicht, 4 Wochen lang kein Tagessicht. Verarmt und ignorant, ey, Mahnungen, sie stapeln sich. Der monotone Ablauf, die Stadt ist ein Gefängnishof. Mach dir nicht die Tore auf, kletter ich die Wände hoch. Alles von dem Schrott ist nur vom Kindermüll, der uns einfach nur in seine Dunkelheit hüllt. Ich suche Diamanten für die Schwerter meiner Schmiede. Musste darauf glauben, ob das Geld stärker ist als Liebe. Höre auf mein Inneres, wie viel ist die Kohle wert? Die Farbe vieler Künstler ist die Asche aus ihrem toten Herz. Daher bin ich ja immer noch ein Traumleben. Ich komm damit klar, wenn der Hunger mit dem Bauch redet. Alles, was ich habe, ist der Mut und etwas Stärke. Schule des Charakters, sie trainiert die guten Werte. Ruf einfach Gottes groß, es war einfach Trockenbrot. Hasse meine Armut, aber feier diesen Rock'n'Roll. Sag mir, was dir die Armut hier bedeutet. Schau, wir haben wenig Geld, doch wir haben unsere Freunde. Also, was bin ich arm oder reich? Mir egal, ich hab Spaß und erfahr's mit der Zeit. Ey, sag mir, was dir die Armut hier bedeutet. Schau, wir haben wenig Geld, doch wir haben unsere Freunde. Also, was bin ich arm oder reich? Mir egal, ich hab Spaß und erfahr's mit der Zeit. Okay, ich bin ein armer Künstler und ich hab wenig Geld. Doch dafür spiel ich jeden Tag meine Pläne selbst. Hast du dich gefragt, was dich hier eigentlich am Leben hält? Papier oder Leidenschaft, was bewegt die Welt? Sag mir, gibt es einen Grund zum Zweifeln oder gibt es gute Freunde, die ihr Glück mit dir teilen? Du kannst alles erreichen oder auch scheitern wie Van Gogh. Oder hat er nicht erreicht, was du dir eigentlich erhoffst? Ich bin frei, ich hab Mut und ich werde immer jung bleiben. Ich kann singen, ich kann springen, bis sie umfallen. Doch mit 70 wird Mick Jagger oder Sido auf der Bühne stehen. Großes Kino, werden die Lay und Trey die Bühne drehen. Das ist, was ich will, das ist Woodstock für Ziel. Drop die Hook auf den Beat und dann guck, was geschieht. Oh, Adam hat Wochen, sie erwarten diese Welle schon. Nochmal schnell erholen, dann reißt sie nicht vom Telefon. Sag mir, sag mir, bitte sag mir noch, was hier los ist. Bin ich am Monarch, jetzt sag's mir. Ey, sag mir, was die Armut hier bedeutet. Schau, wir haben nicht Geld, doch wir haben unsere Freunde. Also, was bin ich am Spaß und Erfahrung mit der Zeit, ey, sag mir, was dir die Armut hier bedeutet. Schau, wir haben wenig Geld, doch wir haben unsere Freunde. Also, was bin ich arm oder reich? Mir egal, ich hab Spaß und Erfahrung mit der Zeit. Vielen Dank, dass ihr uns eingeladen habt, hier heute auch mal zu spielen. Großstadt trifft Dorf und hoffentlich bald auch umgekehrt. Kommt mal nach Berlin zu den Mahnwachen dort. Ey, sag mir, was dir die Armut hier bedeutet. Schau, wir haben wenig Geld, doch wir haben unsere Freunde. Also, was bin ich arm oder reich? Mir egal, ich hab Spaß und erfahr's mit der Zeit. Hab ich aber gar nicht mitgerechnet. Dankeschön. Wollt ihr noch einen Song oder sollen wir Pause machen? Ja? Sollen wir noch ein Spiel? Okay, Jungs. Okay, dann mach. Geld oder Liebe, würde ich sagen. Ja, okay. Kein Problem. Wir können auch Pause machen. So. Ich bin in der DDR geboren, ne, und bin da aufgewachsen. Ich bin schon 80 Jahre jetzt, ne, und habe den Krieg mitgemacht, die Bombenangriffe. Ich habe in der Nähe von Leunawerken und Buna gelebt, ne, und da waren sehr die Angriffe. Ne, und nun wollte ich da sagen, dass meine Enkelsöhne, die 4, dass die niemals in den Krieg müssen, dass immer Frieden bleibt. Und das war's. Vielen Dank. Das ist ja das Schöne an solchen Veranstaltungen, dass generationsübergreifend Menschen für eine gemeinsame Sache zusammenkommen. Und das ist der Frieden. Und wir haben jetzt auch noch ein Lied geschrieben, das heißt Geld oder Liebe, weil für uns war es früher schwierig, als wir erwachsen geworden sind, den Frieden zu finden in uns selbst. Die Leute haben uns nämlich immer gesagt, klar, du musst deinen Job machen, Junge, du musst viel Geld verdienen. Aber niemand hat gefragt, was wir eigentlich wirklich gerne arbeiten wollen auch, also was uns am Herzen liegt. Immer Sorgen, dass man seine Miete dann nicht mehr zahlen kann. Bis jetzt hat es aber gut geklappt, weil die Liebe hat uns einfach weitergebracht. Das müssen wir ganz ehrlich sagen und das wollen wir auch den Menschen da draußen immer wieder zeigen. Haltet an euren Träumen fest, lebt nach eurem Herzen, es wird euch weiterbringen.
verzeihen, Mama. So viele Krisen daheim. Ich war so wütend auf die Welt, auf die Schule und die Religion. Die Politik, die Heuchelei, so suchte ich die Rebellion. Sag mir, was hier los ist, kein Plan, ich warte nur. Ich glaube, wir lernen vieles erst auf die harte Tour. Das, was ich heute weiß, heute kann und heute mache, hab ich nur geschafft, weil ich verdammt gute Freunde hab. Du warst so sorgenvoll, wenn ich mal nicht weiterkam. Doch ich kam immer weiter, manchmal nicht gleich nach Plan. Im Endeffekt weißt du nicht, wohin die Reise geht. Geld oder Liebe oder was ist, wenn auch beides geht. Klar, dass ich was ändern muss. Ich mache mir von diesem Tag an nicht länger Druck. Das Gleichgewicht zu halten ist eine hohe Kunst. Viele stressen sich zu Tode, was ist los mit so. Sag mir, was hier los ist. Ich kann es nicht verstehen, sag mir, was hier los ist. Ich kann es nicht verstehen, Geld oder Liebe. Es gibt keinen Kompromiss, oder doch, oder nein. Mann, ich weiß es noch nicht. Sag mir, was hier los ist. Ich kann es nicht verstehen, sag mir, was hier los ist. Ich kann es nicht verstehen, Geld oder Liebe. Es gibt keinen Kompromiss, oder doch, oder nein. Mann, ich weiß es noch nicht. Welchen Weg soll ich gehen? Welchen Weg soll ich gehen? Welchen Weg soll ich gehen? Du weißt ganz genau, es ist so hart zu leben. Welchen Weg soll ich gehen? Welchen Weg soll ich gehen? Welchen Weg soll ich nehmen? Ist es Geld oder Liebe? Diese Frage war der Jugend zwischen Geld oder Liebe. Wie viel Leid, wie viel Schmerz ist mein Eltern geblieben? Diese Frage, sie trägt und sie staut sich im Kopf. Hätte ich studiert, hätte ich auch keinen Job. Denn geboren im Leib und geschmiedet im Schmerz. Auf der Jagd nach dem Geld ist die Liebe nichts. Wir verlieren unser Herz, checken unseren Geldbestand, passen uns der Kälte an und tun, was diese Welt verlangt. Ich will diese Welt mit meinem Herzen sehen. Eine Welt, in der die Menschen sich nach Wärme sehen. Und für ein Ziel über Berge gehen. Gegen Schmerz bestehen, bei ihm und Werte zählen. Doch wenn ich wär's und nicht einfach gelingt, es macht vielleicht keinen Sinn, aber ich bleib, wie ich bin. Ich sah so viele Menschen fallen, die die Liebe mal verlassen hat. Und aus Liebe wurde Hass gemacht. Sag mir, was hier los ist. Ich kann es nicht verstehen, sag mir, was hier los ist. Ich kann es nicht verstehen, Geld oder Liebe. Es gibt keinen Kompromiss, oder doch, oder nein. Mann, ich weiß es noch nicht. Sag mir, was hier los ist. Ich kann es nicht verstehen, sag mir, was hier los ist. Ich kann es nicht verstehen, Geld oder Liebe. Es gibt keinen Kompromiss, oder doch, oder nein. Mann, ich weiß es noch nicht. Welchen Weg soll ich nehmen, welchen. An solchen Tagen, wo es tief in der Nacht ist. Manchmal fehlt die Harmonie und dann klappt es. Einer für alle für einen, wenn man schwach ist. Jeder hat seine Dämonen im Kopf. Diese Welt ist abgefuckt, ohne ein Gorn. Politikchefs, die über unsere Gelder verfügen, verdichten uns geschickte Netze. Einer Welt voller Lügen, du weißt, was ich meine. Wir fühlen beide das Gleiche, konfrontiert mit dem Zeichen und blicken meistens zur Seite. Wir fighten alleine, für diese Leistung scheint. So fangen sie an, schön weg und treiben leise ins Freie. Ich schweige eine Weile und lass die Wolken vorbei. Sie sehen goldene Zeiten und folge den Beispielen. Helden und Götter, wie sie die Sachen beschreiben. Und wenn ich reich werde, dann nur mit den Armen zu teilen. Sag mir, was hier los ist. Ich kann es nicht verstehen. Sag mir, was hier los ist. Ich kann es nicht verstehen. Geld oder Liebe, es gibt keinen Kompromiss. Oder doch, oder nein, Mann, ich weiß es noch nicht. Sag mir, was hier los ist. Ich kann es nicht verstehen. Sag mir, was hier los ist. Ich kann es nicht verstehen. Geld oder Liebe, es gibt keinen Kompromiss. Oder doch, oder nein, Mann, ich weiß es noch nicht. Welchen Weg soll ich nehmen? Auf welchen? Welchen Weg soll ich nehmen? Du weißt, was du brauchst, ist so hart zu leben. Welchen Weg soll ich nehmen? Welchen Weg soll ich gehen? Welchen Weg soll ich nehmen? Geld oder Liebe? Ist es Geld oder Liebe? Wir haben uns für den Weg der Liebe entschieden. Erzähl doch mal uns über unser Projekt, was wir an der Weltzeituhr starten konnten jetzt dieses Jahr. Ja, wir haben uns im Februar so als Band, jetzt hier als freie Künstler zusammengefunden und haben ein Projekt gestartet, das nennt sich RADS, Raus auf die Straße. Wir möchten mit diesem Projekt, ja, kennt ihr, ihr habt schon Erfahrung damit, so wie ich sehe. Wir haben Demonstrationen angemeldet und haben uns gedacht, wir machen diese politischen Formen, aber auch in Form von Liedern. Denn wisst ihr, wenn man zu viel redet, irgendwann schaltet das menschliche Gehirn ab und dann geht so viel verloren. Und wir haben auch in unserem Leben festgestellt, wenn man einfach nur mit Menschen redet, dann hören die meisten einem gar nicht wirklich zu. Wir gehen nach Hause, machen Bauer sucht Frauen und dann denkst du dir, wofür habe ich das alles gemacht? Aber sobald wir anfangen, Musik zu machen, denken die Menschen nach, sie bleiben stehen. Und so können wir durch dieses Projekt viele Menschen begeistern. Wir sehen zunehmend, dass die Menschen verschiedenster Altersgruppen, Herkünfte, Kulturen, Hautfarben zusammenbleiben und dort feiern. Wir haben sowas wie
Al-Kreida ins Leben gerufen. Wir haben immer Kreide dabei und sagen den Menschen, ey, schnappt euch einfach mal ein bisschen Kreide und ihr könnt den grauen Beton mit bunten Bildern vollmalen. Lasst eure Botschaften auf dem Boden. Und immer wenn wir dann abends aufhören, haben wir überall irgendwelche Botschaften, die die Menschen draufschreiben. Es ist wundervoll. Man sieht Kinder spielen, man sieht Erwachsene tanzen, man sieht Menschen weinen, lachen so. Und das ist, glaube ich, das Geheimnis unseres Projektes. Wir haben auch zunehmend mehr Künstler, denn wir haben auch ein Open Mic gestartet, sodass die Menschen, die zum Beispiel irgendetwas auf der Seele haben oder was Künstlerisches performen wollen und keine Stimme eigentlich sonst hätten,